Zwei Prozesse mit großem Publikumsinteresse finden heute am Straflandesgericht ab 9 Uhr statt. Zum einen geht es um einen 60-jährigen Polen. Ihm wird vorgeworfen, tätlich gegen seine Mutter vorgegangen zu sein. Diese ist in der weiteren Folge gestürzt und dann auch durch unterlassene Hilfeleistung des 60-Jährigen verblutet. Das ist ein Fall bereits aus dem Jahr 2011 und nachdem sich der Pole seit 2005 in Österreich aufhält, haben die polnischen Behörden den Mann nach Österreich überstellt und das, obwohl der Tathergang in Krakau in Polen stattgefunden hat. Der Mann war während der Tat schwer alkoholisiert und auch nach dem Tatgeschehen begab er sich ins Wirtshaus und hat dort noch heftig weiter getrunken. Es steht einiges auf dem Spiel für den 60-jährigen Mann, der sich nach eigener Aussage an nichts mehr erinnern kann. Der zweite, auch ebenso aufsehenerregende Prozess betrifft, man höre und staune, die Polizei selbst, denn es wird gegen in Summe 9 Polizisten und Polizistinnen ermittelt im Zuge bzw. im Zusammenhang einer Demonstration im Mai 2019. Es war eine Umweltdemonstration Extinction Rebellion und Ende der Geländewagen und hier kam es zu mutmaßlichen Übergriffen der Polizei. 9 Schläge sollen gefallen sein und zusätzlich soll ein Mann am Boden fixiert worden sein, genau vor dem Reifen eines Polizeiautos und dieses Auto ist auch angerollt, angefahren und erst im letzten Moment wurde der Mann vor dem heranrollenden Auto hervorgezerrt. Zusätzlich wurde dieses Ermittlungsverfahren und die Anklage ausgeweitet, nämlich um Falschaussage, denn die Dokumentation des Polizeieinsatzes soll nicht ganz stimmig gewesen sein. So wurden beispielsweise nur 2 Schläge gegen Demonstrationsteilnehmer schriftlich im Polizeiprotokoll dokumentiert, wogegen auf einem Einsatzvideo 9 Schläge zu sehen waren. Beide Prozesse beginnen ab 9 Uhr am Dienstag. Man darf gespannt sein, wie diese Prozessverläufe sich gestalten, beziehungsweise auch wie lange in der weiteren Folge prozessiert wird.